Gut, kommen wir zum zweiten Punkt, zum brisanten Punkt, nämlich zu den Landau-Fladig-Texten in Thorsten Heises Magazin Volk und Bewegung und Eichsfeldstimme. Landau-Fladig ist ein Pseudonym eines Neonazis, der hat insgesamt drei Texte geschrieben, und zwar in zwei verschiedenen Zeitschriften, nämlich einmal Volk und Bewegung, das ist so ein völkisches Blatt rechts von der NPD, und er hat geschrieben in der Eichsfeldstimme, das ist so ein Lokalblatt der NPD. Beide Magazine werden herausgegeben von Thorsten Heise. Man sieht hier einmal den ersten Text von Landau Fladig, Krisen, Chance, Auftrag in Thorsten Heise, Volk und Bewegung, von 5/2011. Dann Landau Fladig in der nächsten Ausgabe, die Krise des Liberalismus, ebenfalls in Thorsten Heise, Volk und Bewegung. Das ist Anfang 2012. Schließlich dann der dritte Text von Landau Fladig. Was wird aus unserer Heimat im Thüringer Medienverbund der NPD, Kreisverband Eichsfeld, Eichsfeldstimme 8/2012. Das sind insgesamt nur 10 Seiten, also 10 Seiten Text, die haben es aber in sich. Hinzugenommen könnte noch werden die Eichsfeldstimme von 9/2012, also die, die auf 8/2012 der vorangegangenen Eichsfeldstimme folgt, weil da ist nochmal das Editorial sehr wichtig, was Thorsten Heise geschrieben hat. Gut, das sind halt die 4 Texte. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass Björn Höcke 2008 einen Leserbrief geschrieben hat, der ihn auch ein bisschen verraten hat. Und zwar war das ein Leserbrief in der Jungfreiheit, Ausgabe 44, 2008. Das war eine Antwort auf Hans-Olaf Henkel, der gesagt hat, in einem Artikel in der Jungfreiheit, dass es im Kapitalismus keine Alternative gibt. Björn Höcke sieht das anders. Der hat dann einen Leserbrief geschrieben unter seinem Klarnamen Björn Höcke Bornhagen, also dem Dorf, wo er herkommt. Also es ist halt Björn Höcke, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Es gibt nicht mehr Björn Höckes in Bornhagen. Und der hat 2008 dann geschrieben, dass dritte Wege diskutiert werden sollten. Die gegenwärtige Krise ist definitiv keine des herrschenden Wirtschaftssystems, also der Marktwirtschaft, sondern eine des korrespondierenden Geldsystems des zinsbasierten Kapitalismus. Enorme Buchgeldschöpfung, gigantische Kapitalakkumulation und globale Konzentrationsprozesse führen zwangsläufig zu zyklischen Krisen einer hochgradig vernetzten, monokulturalisierten Weltwirtschaft. Wenn es der Menschheit nicht bald gelingt, ein Geldsystem zu erschaffen, das nicht darauf angewiesen ist, ein ewiges Wachstum in einer endlichen Welt zu generieren, wird die letzte Hoffnung auf eine Selbstregulation von Mensch und Natur aufgegeben werden müssen. Die JF, also die Junge Freiheit, sollte schleunigst in eine Diskussion über dritte Wege einsteigen. Björn Höcke, Bornhagen. Ja, das ist halt der Leserbrief. Und dieser Leserbrief kommt komplett in den Texten von Landau Fladig vor, aber ohne dass es gekennzeichnet ist. Ich werde auf die Sätze im Einzelnen jetzt eingehen. Ja, also es fängt an mit die gegenwärtige Krise. Das sei eben keine, definitiv keine des herrschenden Wirtschaftssystems, sondern eine des korrespondierenden Geldsystems des zinsbasierten Kapitalismus. In der Volk und Bewegung von Landau Fladig heißt es dann, die gegenwärtige Krise ist definitiv keine des herrschenden Wirtschaftssystems, sondern eine des korrespondierenden Geldsystems des zinsbasierten Kapitalismus. Das heißt, es ist komplett abgeschrieben. Also sowas denken sich zwei Leute ja nicht gleichzeitig aus. Komplett abgeschrieben, aber es wird nicht als, ist nicht als Zitat gekennzeichnet. Also ein Plagiat. 3 Jahre später. Dann enorme Buchgeldschöpfung, gigantische Kapitalakkumulation und globale Konzentrationsprozesse. Der identische Satz, enorme Buchgeldschöpfung, gigantische Kapitalakkumulation und globale Konzentrationsprozesse, findet sich auch in dem Text von Landau Fladig. Ja, ist identisch. Es geht weiter. Ewiges Wachstum in einer endlichen Welt führt zwangsläufig zu zyklischen Krisen. Landau Fladig spricht von Wachstumszwängen.
in einer endlichen Welt, die zu zyklischen Zusammenbrüchen führen. Diesmal ist es nicht komplett identisch, aber man sieht halt inhaltlich extrem nah dran. Wachstumszwang, endliche Welt, zyklische Zusammenbrüche. Höcke spricht 2008 von einer Selbstregulation von Mensch und Natur in seinem Leserbrief. Ladig spricht in diesem Kontext von einer Homöostase von Mensch und Natur. Dazu muss man wissen, dass Höcke ein paar Jahre später Homöostasen mit Selbstregulierung gleichsetzt. Homöostase und Selbstregulierung ist identisch. Das heißt, Höcke setzt Homöostase mit Selbstregulation gleich und das bedeutet, Selbstregulation von Mensch und Natur ist Homöostase von Mensch und Natur und genau das findet sich dann bei Landolf Ladig. Und von Homöostasen von Mensch und Natur spricht Landolf Ladig immer wieder. Also auch Homöostase ist ein Begriff, der sowohl von Höcke als auch von Ladig benutzt wird. Wenn man noch die Selbstübersetzung mit übernimmt, Selbstregulation, dann findet sich dieser Begriff auch bei beiden. Höcke betont immer wieder, dass die Identität die zentrale Frage der Menschheit sei. Diese Identitätsbehauptung findet sich auch bei Ladig, identitäre Systemopposition, identitäre Systemopposition, identitäre Systemopposition. Und in dem Zusammenhang wird von einer tatzeugenden Kraft gesprochen. Und die identitäre Systemopposition wiederum wird dann gleichgesetzt mit der NPD als bedeutendste identitär ausgerichtete Partei. Also es wimmelt halt in den Texten von Ladig eben von dieser identitären Selbstorganisation. Gut, zurück zum Leserbrief. Es geht darum, dritte Wege zu diskutieren. Ladig, dritte Wege. Höcke spricht 2008 von einer hochgradig vernetzten Weltwirtschaft. Ladig, die Weltwirtschaft ist extrem vernetzt. Zwischenfazit. Landolf Ladig hat 2011 einen unscheinbaren Leserbrief von Björn Höcke aus dem Jahr 2008 vollständig plagiiert. Oder aber Höcke hat aus dem Pseudonym Ladig seinen Leserbrief als Grundlage für einen Text benutzt. Mehr Möglichkeiten gibt es da nicht. Also entweder plagiiert Landolf Ladig 3 Jahre später einen Leserbrief von Björn Höcke, macht ihn zur Grundlage seines Artikels, was ich nicht so wahrscheinlich finde. Oder aber Höcke ist Landolf Ladig und benutzt einfach seinen Leserbrief, den er vorher schon geschrieben hat, und baut ihn halt zu einem Text aus. Weitere Übereinstimmung. Auch Höcke verwendet, wie sich zeigen wird, zwischen 2014 und 2016 Begrifflichkeiten, die sich im Internet ausschließlich bei Ladig finden. So spricht Ladig von aufpotenzierenden Krisendynamiken. Wenn man bei Google diesen Begriff eingibt, dann findet man diesen Begriff aufpotenzierende Krisendynamiken ausschließlich bei Björn Höcke, bei seiner Rede beim Kyffhäuser-Denkmal. Aufpotenzierende Krisendynamiken. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sich zwei Menschen dieselben Begriffe ausdenken. Wenn das einmal vorkommt, ist es schon extrem unwahrscheinlich. Das Problem ist, es kommt ja nicht nur einmal vor. Auch potenzielle Krisendynamiken. In dem Text, in seiner Rede beim Kyffhäuser-Denkmal heißt es dann, die forcierte Transformation unseres Volkes in eine multikulturelle Gesellschaft wird abgelehnt. Auch diese Formulierung findet sich
in Ladig-Texten. Eine befürwortete Transformation in multikulturelle Gesellschaften wird abgelehnt. Dort heißt es weiter, behavioristische Theorien, ja, das kommt häufiger vor bei Ladig, sind ebenfalls abzulehnen. Das seien grausame Menschenexperimente, die als Gender Mainstreaming zu verurteilen sind. Und Höcke, 2014, also 2 Jahre später, der Gender-Totalitarismus sei eine Fehlgeburt des Behaviorismus. Also auch hier wieder direkte Übereinstimmung. Dann die Auflösung der geschlechtlichen Polarität wird abgelehnt. Es geht um den schöpferischen Geschlechtsgegensatz. Bei Höckers Weihnachtsrede in Stuttgart 2014 heißt es, die Polarität sei die Keimzelle der Höherentwicklung. Die Machbarkeit des Menschen wird abgelehnt und Höcke spricht von Machbarkeitswahn. Also auch hier wieder Überschneidung. Der dritte Text von Ladig, dort wird von eine Notwendigkeit gesehen, mindestens 2,1 Kinder pro Paar zu bekommen, um die Einwohnerzahl auf natürliche Weise stabil zu halten. Björn Höcke, es ist eine biologische und logische Notwendigkeit, denn statistisch müssen je Frau 2,1 Kinder geboren werden, um die Bevölkerungsgröße konstant zu halten. Die Grenzen der Tragfähigkeit unseres Planeten wird von Höcke thematisiert. Deswegen brauchen wir eine Postwachstumsökonomie, sagt Höcke 2014, damit die Ökologie und Ökonomie wieder miteinander versöhnt wird. Und Ladig, die effektive Tragfähigkeit sei in Gefahr. Wir bräuchten ein konsistentes Versöhnungswerk von Ökologie und Ökonomie. Das sagt er halt häufiger und spricht dann auch direkt von einer Postwachstumsökonomie, genau wie Höcke. Und die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie sei das zentrale Thema des 21. Jahrhunderts. Auch hier wiederum identisch. Postwachstumsökonomie ist sogar die Überschrift eines Kapitels von Landolf Ladig. Ja, aber auch Höcke spricht von Postwachstumsökonomie. Und zwar mehrfach. Auch die maximale Tragfähigkeit der Erde ist Thema bei Höcke. Und er spricht von vernetzten Räumen, die sehr engmaschig seien. Und es könnte dann halt, wenn es halt zu Krisendynamiken kommt, zu einer Perturbation kommen, die sich über das ganze System fortpflanzt. Perturbation. Davon spricht Höcke 2014. Ladig spricht ebenfalls von einer Weltvernetzung und von Perturbationen, die sich rasend schnell ausbreiten könnten. Gut, ich hatte ja gesagt, der eine Begriff ist aufpotenzierende Krisendynamik. Der wird nur von Ladig und nur von Höcke benutzt. Es gibt sonst im Internet keine Fundstellen. Das gilt auch für den Begriff organische Marktwirtschaft. Der wird nur 2012 von Ladig benutzt und 2014 von Björn Höcke. Also sonst benutzt den Begriff keiner. Und organische Marktwirtschaft auf potenzielle Krisendynamik, es sind gleich zwei Funde. Es geht um den Globalkapitalismus in diesem Zusammenhang und auch da spricht Björn Höcke von internationalem Finanzkapitalismus, was ungefähr dasselbe meint. In dem Artikel steht dann noch, dass unser Sozialstaat zu sehr aufgebläht sei, sagt Höcke. Und Ladig sagt eben entsprechend, dass
wie in einer Transferrepublik sein und zitiert einen Eberhard Hamer, der vom Sozialfeudalismus spricht. Das heißt, wir können uns diesen Sozialstaat nicht mehr leisten.